Guten Tag, von wem werde ich denn heute betrogen? Na, nichts zu verkaufen? Bisschen Zeit vertrödeln? Wollen wir mal deinem Chef Bescheid sagen, dass du Leeranrufe machst und deine Zeit sinnlos nutzt? Ja? Wird sich dein Chef bestimmt freuen. Naja, dann legen wir jetzt mal auf, damit er wieder ein bisschen arbeiten kann, wa? Faules Stück. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es wieder jede Menge kleine einzelne Schnipsel. Telefonschnipsel, die übrig geblieben sind und nicht für ein ganzes Video reichen, doch trotzdem ziemlich lehrreich sind, was wir da eigentlich so genau für Menschen am Telefon haben. Denn bei vielen Telefonaten zeigen die Betrüger recht schnell ihr wahres Gesicht. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen einzelnen kleinen Telefonschnipseln. Noch schönen guten Tag. Hallo, bin auch schon nochmal bereit? Hallo, schönen guten Tag, hören Sie mich? Ja, jetzt höre ich was. Antonella Preinic am Apparat von der Firma Prime Investors. Aha. Es geht über die Investitionen online. Aha. Haben Sie was davon gehört? Nee. Über Bitcoin Forex? Was denn das? Die Investitionen, eine Möglichkeit, wo man durch Investitionen online in der Börse online Geld am Ende des Monats generieren kann, in verschiedene Bereiche, die es im Trading gibt. Nennt man das nicht normalerweise arbeiten gehen, wenn man irgendwo Geld generiert? Das ist ja auch eine Arbeit. Aha. Sondern alles läuft online. Wissen Sie nicht, dass Internet heutzutage auch Geld ist und auch wie eine Arbeit ist? Bedeutet nicht, dass man immer nur mit Kraft arbeiten soll, um Geld zu verdienen. Man kann sich auch schlau machen und man kann ja auch durch Internet, vielleicht nicht nur mit Trading, sondern auch in andere verschiedene Bereiche, die es überall im Internet gibt. YouTube, TikTok, alles, was ist möglich, was Internet heißt, kann man auch Geld machen, mein Lieber. Nicht nur mit Kraft und nicht nur 10 Stunden wie ein Schwein arbeiten auf der Arbeit. Wissen Sie, was ich meine? Haben Sie schon mal ein Schwein arbeiten sehen? Bitte? Haben Sie schon mal ein Schwein arbeiten sehen? Das ist nur ein Spruch, das wissen Ach, Sie auch ganz genau. Nee, den kenne ich nicht, den Spruch. Den kenne ich aber und ich habe es Ihnen schon mitgeteilt. Den Ach, können so. Sie auch nutzen, wenn Sie es brauchen werden. Hm. So. Haben Sie schon was davon gehört oder haben Sie nur für Kraftarbeit schon gehört und gemacht und getan? Na, weiß ich nicht. Bitte? Jetzt bin ich maximal verwirrt. Haben Sie nichts zu sagen? Was soll ich denn sagen? Ob Sie etwas davon gehört haben, ob Sie überhaupt Interesse zu dieser Branche haben oder nicht, damit ich ja auch auflegen kann und Ihre Zeit nicht nehme, weil vielleicht ist ja auch Ihre Zeit sehr wert für Ihnen. Aha. Dass Sie nur mit Kraft arbeiten sollen. Na, was sagen Sie dazu? Will ich nicht. Wissen Sie nicht. Kenn ich nicht. Also so. Aha. Wie heißen Sie denn? Na, warum soll ich Ihnen das sagen? Ich dachte, das steht da drin. Hab nur so gefragt. Aha. Hm. Und was möchten Sie jetzt? Um ehrlich zu sein, von Ihnen jetzt aktuell nicht. Aha. Ich werde nur auflegen, das war's. Okay, also rufen Sie die Leute an, stören so ein bisschen und legen einfach auf. Nee, ich rufe die Leute an, um mein Angebot mitzuteilen, aber ganz bestimmt nicht an Leuten wie Sie. Ich Aha. kann schon merken, was Sie für eine Person sind. Was bin ich denn für eine Person? Werde ich Ihnen nicht mitteilen. Wenn Sie vor dem Spiegel sich schauen werden, werden Sie auch verstehen, was Sie für eine Person sind, okay? Oh, also diskriminieren Sie andere Leute am Telefon und das ist Ihr Job, oder wie? Sie diskriminiere ich sehr gerne, um ehrlich gesagt, weil Sie antworten Aha. nicht wie ein Mensch und das ist sehr respektlos. Na ja, aber einem immerhin... Mann, eine Frau so am Telefon zu sprechen... Nee, du bist doch keine Frau, du bist eine... Ja, so bist du selber. Nee, du bist ein wertloses Stück. Ja, ganz genau. Und dann war unsere nette Zauberpüppi auf einmal verschwunden. Tja... Aber was die jetzt für ein Problem hatte, weiß ich auch nicht. Also die beschwert sich hier die ganze Zeit, dass ich respektlos mit ihr umgehe. Naja, ich habe ihr mal gezeigt, was richtig respektlos ist. Weil letztendlich redet die hier die ganze Zeit von respektlos. Ja, dabei erzählt die, wie gerne sie mich hier wie auch immer beleidigt. Mhm. Okay. Haben wir auch gemacht. Kriegen wir besser hin. Auf jeden Fall war sie dann ganz schnell weg und hatte keine Lust mehr auf uns. Verständlich. Aber gut. So ist es halt als Betrüger. Einfach nur ekelhaft. Und solche Leute rufen bei euch an und wollen von euch Geld haben. Jede Menge Geld. Nicht nur ein bisschen. Die Betrüger, die wollen mindestens 250, 500 oder sogar 1000 Euro von euch haben. Und das
für genau so eine Leistung hier am Telefon. Da fragt man sich wirklich, von wo kommen die? Also, dass die daran glauben, dass die mit so einem Benehmen Geld erwirtschaften können. Aber gut, jeder wie er möchte. Guten Tag. Guten Tag, hier Ludolf. Nee, Vorname. Okay, wer ist dann da drin am Apparat? Ja, das geht Sie doch nicht an, wenn Sie das nicht wissen. Okay, ganz kurz, ich muss überprüfen. Ganz kurz. Was wollen Sie denn überprüfen? Nö, also, da habe ich keinen Bock drauf. Wiedersehen. Ganz kurz bitte. Nee, ganz ich, kurz? Worauf soll ich denn warten? Ich warte auf nichts. So, ich lege jetzt auf, tschüssi. Ja, und dann habe ich aufgelegt, weil Blödsinn, was soll denn das? Der ruft bei mir an, hat nichts zu sagen, will meinen Namen wissen und hat immer noch nichts zu sagen und will irgendwas überprüfen, was er gar nicht überprüfen kann. Ja, weil er nichts zu überprüfen hat. Es ist einfach nur Blödsinn, was er da erzählt. Tja, aber der nette Kerl, der ruft direkt nochmal an. Den Teil hört ihr jetzt. Hallo, was denn? Herr Müller? Was denn? Ja, das geht auf Kryptowährungen, auf Bitcoin, Forex, Onlinehandel. Sind Sie angemeldet, ne, gerade? Nö. Ja, aber das hier steht auf meinem System, dass Sie haben schon Interesse gezeigt, bei dem Bitcoin. Ich bin trotzdem gerade nicht angemeldet. Ja, weil das hier steht Ihre Name, Nachname, Telefonnummer und noch dazu E-Mail-Adresse, ne? Ja, und? Ja, Sie das haben... Das kann man ja überall rufen. Ja. Ganz kurz, Sie haben schon Erfahrungen mit Kryptowährungen, oder? Nö. Ja, okay. Wenn Sie, sind Sie das erste Mal bei uns, müssen Sie handeln mit... Ich bin ja auch nicht bei euch. Ich bin zu Hause, ich sitze gerade auf dem Töpfchen und bin nicht bei euch. Ich bin noch nirgendwo online, ich bin auf dem Töpfchen. Achso, sind Sie vielleicht ein YouTuber, ne? Nee. Und Sie? Sind Sie ein YouTuber? Ja, ich bin ein YouTuber. Ja, das glaube ich auch, weil Sie rufen... Hier mal wieder die kleine Zwischenwarnung, wer jetzt Kopfhörer oder sowas drin hat. Schon mal bereit sein zum Runterregulieren oder nimmt die Dinger mal so lange aus dem Ohr. Ah, oh, und erzähl mir irgendeinen Quatsch? Ja. Ja, wie kann ich Ihnen jetzt helfen? Sie scheinen ja Hilfe zu benötigen. So. Okay, haben Sie bis jetzt investieren, Herr YouTuber? Ich heiße nicht Herr YouTuber. Okay, dann, wie heißen Sie denn? Ja, das sieht Sie doch noch nicht ein. Ja, YouTuber! Nochmal bitte? Hallo? 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 Ich kann machen, ein Video versehen, ne? Ja. Okay. Ja, anfangen wir. Okay, haben Sie Erfahrung in Hallo? Den Hallo? 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 Behinderte Hurensohn, ekliger Hurensohn, YouTuber, schreist YouTuber, Hitlersohn, was lachst du denn wie ein Behinderter? Hast du Krankheit im Kopf oder was? Sag doch, rede jetzt. Voll der behinderte Hurensohn, Behinderung hast du. Bist du 99% behindert? Erzähl mehr von deiner Familie. Nee, ich zähle von dir, weil du ein dummes Hurensohn bist. Nee, du scheinst ja gerade von deiner Familie also, zu erzählen. Du glaubst, dass du jemanden anderen verarschen kannst, ne? Und aber ich glaube, du erzählst ne? gerade von deiner Familie. Nee, ich erzähle von dir. Nee, du erzählst von deiner Familie. Von deinem scheiß YouTube-Video. Ja, du erzählst gerade von deiner du Familie. Du bist ekelhaft. Ja, du bist ekelhaft, das weiß ich. Du bist ja ekelhaft. Ja, das hast du ja bewiesen, dass du ekelhaft bist. Das stimmt. Da hast du recht. Oh mein Gott, was für eine scheiß Nummer hast du denn? Ja, was für eine scheiß Nummer hast du denn? Am besten neue Lerne mal. Wie diese Telefonnummer hast du? Schnecke. Mal registriert. Tochter einer du, Freuden. Schnecke, wie geht's? Tochter einer Freudenhausangestellten. Du, kannst Schnecke, du mal deinen Schnabel du, mal zumachen? Schnecke, wie geht's? Du bist eine. Du, Schnecke, wie geht's? Tochter von Schnecke, einer Freuden. Oh Gott. Schnurschnecke, wie geht's? Schnurschnecke! Die. Alter, der ist so dumm, ey, der ist so dumm. Fame bekommt, also der lacht ja ein Behinderter. Der ist voll dumm, ey. Ja? Okay.
Sebastian, kannst du auflegen, weil der ist ja doof, der möchte nur was sehen von dir. Ja? Dein Gesicht stinkt. Soll ich auflegen, oder? Ja, ja, schläf auf. Guten Abend. Sie sind verbunden mit einer Callcenter-Scambaiter-Box von Callcenter. Guten Tag. Ruf mal den anderen YouTuber. Machen wir ein bisschen Spaß auch mit dem. Ja, jetzt. Ja, ruf mal den an, dann können wir mal alle zusammen. Oh, ich habe vergessen aufzulegen. Sowas Unintelligentes. Bitte nach Rudersohn. Ja, ja. Intelligent ist nur ganz, ganz schmal vorhanden. Die reicht gerade mal zum Atmen bei dir, die Intelligenz, ne? Ja, mit dem Kabel sie wieder sehr gewagt. Naja, wenn er runterfällt, dann brauchen wir, dann können wir mal einen angucken. Das ist mein Grund. Ich glaube, das funktioniert mit der kalten Luft. So, ist da jetzt noch einer dran oder kann ich jetzt auflegen? Dann lege ich jetzt auf, ja. Ja, und dann habe ich aufgelegt, weil die netten Mitarbeiter aus diesem schönen Callcenter nichts mehr zu sagen hatten. Aber schon interessant. Die rufen an, wissen eigentlich, dass da irgendjemand von YouTube dran ist, nur um ihre eigene Zeit irgendwie so ein bisschen zu verplempern und sinnlos zu gestalten. Oder wie auch immer. Das hier, weiß ich nicht, was das werden sollte. Aber schon irgendwie interessant. Vor allem, weiß ich nicht, als die nette Dame auf einmal am Telefon war, war ja der Mitarbeiter selbst irgendwie kurz überfordert. Weiß ich nicht, wie die das da machen. Stecken die sich da gegenseitig mit den Headsets einfach ein? Haben die da schon Y-Kabel liegen oder wie funktioniert das? Telefonieren die irgendwie auf Lautsprecher? Was machen die denn da eigentlich den ganzen Tag? Vor allem hat sie ja auch noch erzählt, sie ruft jetzt den Nächsten an. Frage ist natürlich, wen sie damit gemeint hat. Ist immer leider ein bisschen schwierig rauszufinden, da die Videos ja hier im Voraus alle schon vorgeschnitten sind und ja, auch nicht gleich kommen, nur wenn sie gerade telefoniert waren. Ne? Also es ist alles nicht live. Aber schade, dass wir das nicht rausfinden, wenn sie da angerufen haben, falls sie jemanden angerufen haben. Aber ich denke schon, dass wir noch jemanden anderen angerufen haben. Tja, also was ziehen die halt auch bei mir öfters durch? Ich denke mal, die anderen haben auch viele von diesen komischen Fake-Anrufen, die eigentlich nur zur Unterhaltung dienen sollen. Also weiß ich nicht von wem, von den Betrügern oder von uns oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall immer wieder erneuter Wahnsinn. Hallo, guten Tag, sprechen Herr Schermann-Reuter? Die Friedrich hier wollen wir. Ja, ist okay, ja. Ja, das war die nette Tante von gerade eben nochmal. Weiß ich nicht, was das werden sollte für ein Telefonat, aber ihr habt's ja selbst gehört. Sinnvoll und logisch war das nicht. Was auf jeden Fall, tja, beweist, dass wir da in keinem seriösen Callcenter gelandet sind. Und dass die mit unseren Daten machen, was sie wollen. Weil ihr müsst mal überlegen, stellt euch mal vor, eure Bank würde einfach mal so bei euch anrufen und solche komischen, dämlichen Scherzanrufe machen. Tja, dass das definitiv dann nicht mehr seriös ist, ich glaube, das spricht von ganz alleine für sich. Guten Abend, ich grüße Sie. Ja, na, Arthur, noch nicht. Am Apparat. Ja, hallo? Ich habe Sie angerufen, weil ich habe gerade Ihre Daten bekommen. Aha. Und habe gesehen, dass Sie Interesse gezeigt über Onlinehandel. Oh ja, wo haben Sie das denn gesehen? Wie bitte? Wo haben Sie denn das gesehen? Ich habe das gesehen. Wo denn? In meinem PC. Ach so. Hallo? Ich weiß, dass Sie Interesse gezeigt haben, aber wenn Sie keine mehr haben, können Sie sagen. Nee. Wie, nee? Na, weiß ich nicht. Beschäftigen Sie sich mit Online-Handel oder nein? Ja, hier bei eBay, ja, da verkaufe ich meinen Schlipper. Nein, also es geht mit Bitcoin, Kryptowährungen, Aktien, Indexen, Rohstoffen. Ja. Mit diesen Instrumenten. Bei dem globalen Börse. Das kenne ich nicht. Was macht man da? Kennen? Wie bitte? Was muss man bei denen machen? Mit die kann man also Geld verdienen. Ach so, da kann man Taster machen.
Und ist das viele Geld, was man da kriegt, oder nicht so viele? Wie bitte? Na, ist das viele Geld, was man da kriegt, oder nicht so viele? Ja, ja, muss man gucken, wie viel Profit der Account Manager reicht für Sie. Ach so. Ja. Haben Sie Zeit jetzt, damit ich Ihnen mit einer von unseren besten Experten verbinde und er kann Ihnen alles erklären? Ja, das können wir machen. Und dann am Ende können Sie entscheiden, ob Sie das weiter möchten oder nicht. Okay, ja. Das können wir machen. Okay, ein kleines Moment bitte. Hallo, guten Tag. Ja. Ich grüße Sie. Ja. Tim Narienka bin ich am Telefon. Hören Sie mich? Ja. Okay, also mit wem spreche ich bitte? Na, haben Sie doch da im Computer stehen, oder nicht? Hallo? Ja, und dann hat der nette Mitarbeiter aus diesem sehr zuvorkommenden und sehr leisen Callcenter direkt aufgelegt. Keine Ahnung, was das werden sollte, was er damit erreichen wollte. Naja, auf jeden Fall nicht so besonders schlau. Na, oder vielleicht doch, weil er mitbekommen hat, dass er da wohl nur seine Zeit verplempern wird. Gucken wir mal, wie es im nächsten Gespräch mit dem nächsten Callcenter ausgeht. Ah. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Mein Name ist Aaron Marte und ich rufe sehr finanzielle Institutionen über Onlinehandel. Was? Ich bin mit Herrn Lois. Das ist mein Vorname. Normal? Vorname. Weiß ich aber, sind Sie, oder? Ja, ist mein Vorname. Okay, dann. Der Grund, dass ich ihn angerufen habe, ist, weil ich also beim Online-Handel eine Anmeldung gemacht habe und ich wollte Ihnen ganz kurz ein paar Informationen mitteilen. Aha. Erstmal, haben Sie Erfahrung mit Online-Handel? Was ist ja jetzt eine Frage, keine Information. Ich dachte, Sie wollen mir Informationen mitteilen. Ja, aber haben Sie Erfahrung oder nicht? Na, ich würde erstmal die Informationen nehmen, bevor ich irgendwas... Erstmal, Sie müssen unbedingt den Frage antworten. Haben Sie Erfahrung oder nicht? Müssen tue ich ja nicht. Dann lasse ich hier, nicht Ihnen. Ja, aber müssen tue ich ja nicht, außer auf Toilette. Okay. Ja, in Deutsch kann er auch okay, nicht. Okay, dann ehrlich jetzt. Was? Haben Sie Erfahrung oder nicht? Na, aber Sie wollten mir doch Informationen geben, das ist doch keine Information, das ist eine Frage. Ja, wir sprechen heute den ganzen Tag und wenn Sie nicht antworten, ich gebe Ihnen keine Information dazu. Ach so, na dann machen wir das so. Okay, machen wir so. Ja, ich gebe ja keinen Fremden einfach irgendwelche Informationen. Ja, erstmal arbeiten Sie schon. Was? Arbeiten Sie. Also auch bei diesem bekomme ich keine Antwort. Ne, da kriegen Sie keine Antworten drauf. Keine Antwort? Ne. Warum denn? Na, weil Sie gesagt haben, Sie rufen an, um mir Informationen mitzuteilen. Aber Sie stellen ja, nur Fragen und gehen... Deswegen frage ich Ihnen, ob Sie Erfahrung haben oder nicht, dass ich wisse, was ich sagen kann. Nee. Sie antworten nicht. Wir lassen Sie den Aussprecher etwas sagen. Sie antworten auch nicht. Was ist das jetzt? Na, aber Sie haben doch gesagt, Sie rufen mich an, um mir Informationen mitzuteilen und nicht um Fragen zu stellen. Ja. Das ist doch ein Unterschied. Und dann müssen Sie Fragen sagen, stellen, dann müssen Sie sagen, Sie rufen an, um Fragen zu stellen und nicht um Informationen mitzuteilen. Es geht nicht so. Doch? Nee, es ist, wie ich sage und nicht wie Sie sagen, bei der Regelung, was ich mache, lasse ich hier, nicht Sie. Haben Sie Alkohol getrunken? Sie hören sich so angeschwipst an. Normal. Ob Sie was getrunken haben, Sie hören sich besoffen an. Nee, warum wollen Sie es wissen? Ja, Sie wollten mir doch Informationen mitteilen. Aber Sie sagen ja keine, also muss ich Fragen stellen. Wegen Informationen stelle ich auch Fragen. Das kann nicht sein, dass Sie sagen, dass Sie müssen nicht antworten. Ja, aber eine Frage ist doch keine Information. Eine Frage ist eine Frage. Und Sie haben gesagt, Sie rufen an, ja, um Informationen mitzuteilen. Ja, ohne Frage bekomme ich keine Informationen dazu. Aha. Ja, dann ist das so. Das heißt, dass Sie müssen jetzt beantworten. Nee, ich muss ja nicht. Okay, dann...
Also ich fasse mal das Gespräch zusammen. Mich ruft ein besoffener Typ an, der mir Informationen geben will, gibt mir aber keine, weil er lieber Fragen stellt. Ja, erstmal, Sie müssen meine Frage beantworten, danach gebe ich Ihnen eine Information dazu. Ja, aber habe ich Ihnen ja gesagt, dass ich das erstens nicht muss und zweitens ergibt ja die Frage für eine Information ja keinen Sinn. Okay, dann, ja, lass es auf Sie. Was kann ich mehr machen? Haben Sie denn so Erfolg mit so, weiß ich nicht, so besoffen? Ich weiß schon, dass Sie wollen spielen, aber ich bin hier nicht für Spiel. Sie müssen, die deutschen Männer müssen ein bisschen seriös sein. Ich verstehe kein Wort. Was wollen Sie spielen? Ich habe Ihnen gesagt, dass die deutschen Männer müssen ein bisschen seriös sein, nicht Spiele am Telefon zu machen. Na, aber dann rufen Sie doch nicht in Deutschland an. Ich meine, Sie können ja die Sprache hochkommen, also von daher... Ich rufe Ihnen jeden Tag oder jede Sekunde. Das ist meine Lösung. Aha. Das klingt ja auf jeden Fall sehr traurig, so ein Job. Ja, okay, bis morgen, weil heute habe ich keine Zeit mehr. Ja, aber ich möchte eigentlich auch nicht von Ihnen angerufen werden. Aber ich möchte Ihnen anrufen. Ja, aber ich verbiete Ihnen den Anruf. Okay, schauen wir morgen uns. Nee, ich habe ja gesagt, Sie dürfen morgen nicht nochmal anrufen. Ja, bis morgen, ciao. Ja, dann nennt man das Belästigung und das strafbar. So sieht's aus. Tja, aber auch das ist den Betrügern da an den komischen Hotlines egal. Die rufen einfach trotzdem an, um euch zu belästigen. Egal, ob ihr denen das verbietet oder nicht. Tja, und alleine das zeigt schon wieder, in was für einem Callcenter wir da eigentlich schlussendlich gelandet sind. Definitiv in keinem seriösen. Denn jedes seriöse Unternehmen würde sich so nicht benehmen. Vor allem finde ich es ja sehr intelligent, der ruft hier an und sagt, er ist da, um mir Informationen mitzuteilen. Und dann stellt er irgendwie nur komische, dämliche Fragen, die alle keinen Sinn ergeben. Tja, außer vielleicht für die Betrüger selbst, weil sie damit die Leute abzocken wollen. Einfach nur erschütternd. Erschütternd, einfach furchtbar und ich weiß nicht, wie sowas immer wieder funktionieren kann. Aber das Traurige an der Geschichte ist, die haben mit diesem Verhalten immer wieder Erfolg. Tja, kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, aber es ist leider so. Ja, und im Folgegespräch wird's nochmal kurz ein bisschen lauter. Herr Steiner, freut mich, Sie erreichen zu können. Irena Häuser am Apparat vom Unternehmen Top Trade. Sagt Ihnen das eventuell noch was, Herr Steiner? Nö, woher denn? Ich helfe Ihnen kurz. Es bezieht sich auf Online-Handel und Trading, Herr Steiner. Haben Sie damit schon Erfahrung sammeln können, eventuell? Nee, wieso? Weil Sie da selbst Interesse gezeigt haben. Ja, wann denn? Das ist im Februar gewesen. Da haben Sie sich angemeldet, Herr Steiner. Okay, wann denn genau? Im Februar ist das gewesen. Na, wann denn genau? 14. Februar, Herr Steiner. Und die Uhrzeit? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das kann ich Ihnen nicht sagen, Herr Stein. Ja, weil Sie eine Lügnerin sind und eine Betrügerin, deswegen können Sie das nicht sagen. hartmut.schimmel@gmx.de, das ist Ihre E-Mail-Adresse, Herr Steiner. Ja, und Ihr Name ist Betrügerin. Vorname Betrüger und Nachname Rinn. Nee, Vorname Betrüger, Nachname Rinn. Und dann haben sie auch noch eine extrem hässliche Stimme. Als hätte man irgendwie einen Popel in die Nase abgebrochen, so klingt es. Ja, furchtbare Stimme. Herr Steiner, Sie sind zum Lachen. Ja. Meine Psychiatrie, Herr Steiner? Ja, da rufen Sie gerade an. Ja, glaube ich. Glaube ich, genau. Ja. Aber wissen Sie, Sie haben so einen Mundgeruch, ja, haben Sie sich heute gar nicht die Zähne geputzt? Tja, die Betrüger und ihre komischen Geschichten, wo sie die Daten herhaben. Kann schon sein, dass die Daten aus dem Februar kommen. Aber naja, genau genommen müsste sie dann genau wissen, wann, wo und wie das zustande gekommen ist. Ja, und das kann sie natürlich als Betrügerin nicht. Ein seriöses Unternehmen würde das natürlich einsehen können und auch der Kundenservice, wo die Daten hergekommen sind und wie lange man da schon ist. Tja, als Betrüger spielt sowas eben keine Rolle und deswegen weiß man sowas auch nicht. Machen wir mal weiter mit dem nächsten tollen Anruf. So. Ja? Wie kann ich denn behilflich sein? Hallo? Wo ist deine Frau Lili? Wie kann ich denn behilflich sein? Deine Frau, wo ist? Ja, wie kann ich denn behilflich sein? Ich habe sie im Hotel entdeckt. Ja, schön. Ja, tschüss.
Und wieder so ein Gespräch der Kategorie Mega-Cringe und Ultra-Keinen Sinn. Weiß ich manchmal nicht, was die Betrüger bei mir an der Leitung möchten, um mir dann sowas mitzuteilen, aber okay, kann man ja mal machen, wenn sie selber ihre Zeit verplempern wollen und, naja, sinnlos ihre Zeit investieren, bitteschön. Dem Anschein nach haben die ja da jede Menge Zeit in ihren komischen Callcenter-Sesseln. Ich weiß es nicht. Naja. Tag? Ja, hallo, guten Tag. Ja? Kevin Grimm am Telefon. Spricht der Jungspringel mit Lori Ulrich? Ja? Wie heißen Sie bitte? Weil, wie ist der Name, bitte? Na, haben Sie doch gerade gesagt. Okay, mein Name ist Thomas. Ich bin ein Experte von Finanzmarkt. Wir beschäftigen mit Onlinehandel. Aha. Beschäftigen Sie sich mit Onlinehandel? Nee, Sie beschäftigen sich doch mit Onlinehandel, haben Sie gerade gesagt. Sind Sie interessiert in Trading? Was? Tja, mal einer wieder von der ganz undeutlichen Variante. Ich weiß nicht, ob der seine Zähne einfach nicht auseinanderbekommen hat oder ob das Headset einfach nur Müll ist oder beides zusammen. Tja, und der deutschen Sprache sind sie ja sowieso nicht mächtig. Das kennt man und hört man ja immer wieder. Wahnsinn. Naja. Das Schlimme ist, dass sie damit wirklich Erfolg haben. Trotzdem. Mit solchen Leuten. Ich meine natürlich nicht jeder. Sicherlich werden da auch Mitarbeiter sitzen, die da ganz schnell wieder entlassen werden, weil sie einfach nichts bringen. Aber naja, die Mitarbeiter, die nichts bringen, sind auf jeden Fall positiv, weil das sind dann alles Leute, die nicht so viel bescheißen. Aber das Problem ist, die Gesamtsumme von den ganzen Betrügereien, die ist schon immens groß. Und es haben halt leider immer wieder Betrüger Erfolg mit dem, was sie da machen. Tag. Hallo. Hey, Lieb. Was denn? Einen schönen guten Tag, Herr Lips. Hallo? Ja, was denn? Herr Lips, es ist Benjamin Wolf aus dem globalen Finanzmarkt. Sie haben sich Interesse gezeigt, ja, an Investitionen. Hört sich nicht an wie ein Finanzmarkt, hört sich an wie eine Diskothek. Was haben Sie? Das hört sich an wie eine Diskothek da bei Ihnen. Also, lieber Herr, ich habe gerade gesehen, dass Sie registriert haben, sich auf dem globalen Finanzmarkt, um Investitionen zu machen. Haben Sie in der Diskothek gefunden, oder wie? Also, hier geht es um, dass Sie sich Interesse gezeigt haben an Bitcoin, an Kryptowährungen. Hey, Lips, verstehen Sie? In einer Diskothek, oder wie? Was für eine Diskothek? Es geht um... Ja, bei Ihnen ist so laut wie in einer Diskothek. Nee, nee, nee. Doch, ich höre Sie kaum. Also, hören Sie mich? Ja, ganz schlecht. Das ist ja wie Diskothek da. Ist ja voll laut da bei euch. Nur Musik. Jetzt hören Sie mich, Herr Lips. Ja, die Musik ist schön, höre ich. Kann ich ganz deutlich verstehen, die Musik. Ja, und jetzt? Jetzt ist die Musik noch deutlicher. Also, es geht um Investitionen. Oh, darf man da mitsingen bei Ihnen? Wie bitte? Ob man da mitsingen soll? Also, stört das oder sowas? Nö, mach mal die Musik ein bisschen lauter. Man hört dich noch zu laut. Du musst die Musik lauter machen, damit man euch weniger versteht. Tja. War jetzt hier in dem Video gar nicht mehr so extrem zu hören, aber man hat es ja auch gehört, dass, naja, der Ton hier nicht mehr so schön ist, aber es war tatsächlich einfach nur noch Musik. Nur Musik in diesem Callcenter. Man hat den Mitarbeiter kaum verstanden, also die Originalversion ist absolut krass. Man kommt sich vor, als wäre man mitten in einer Diskothek. Und da ruft jemand aus dem Finanzmarkt an. Direkt aus der Diskothekenhölle. Ich weiß es nicht. Ich frage mich immer gerade auch ältere Menschen, die vielleicht nicht so gut hören, die haben doch da erst recht ein Problem. Wenn der Mitarbeiter so leise ist und die Musik so extrem laut, dass man den Mitarbeiter einfach gar nicht mehr hört. Und quasi den Telefonhörer gegens Ohr pressen muss, während der die Lautstärke trotzdem ins Ohr ballert. Einfach nur gruselig. Ich finde das immer wieder verrückt, dass die da mit Erfolg haben. Tja, ich meine, die Musik im Hintergrund, die hat mehrere Ursachen. Zum einen sicherlich die Scambaiter ärgern, zum anderen aber da sicherlich auch den Aspekt gute Laune bei den Betrügern. Und dann könnte es auch noch dazu dienen, dass man einfach das Brüllen und die Beleidigungen der anderen Mitarbeiter nicht mehr hört. Wird schon von allem so ein bisschen sein am Ende, denke ich. Ich habe euch noch einen ganz kurzen Schnippel mitgebracht. Also einen ganz kurzen verstörenden Schnipsel habe ich euch noch mitgebracht, wollte ich damit sagen. Und? Ja, guten Tag. Mit wem ich spreche? Hier ist Barbara Schöneberger.
Bist du behindert, Alter? Ja! Also, die Betrüger kann man auf jeden Fall richtig schön dazu benutzen, um einfach mal ein bisschen Stress abzubauen. Kennt ihr das mit diesen Autos zerkloppen mit dem Hammer? Das war doch in den 90er Jahren so voll im Trend. Tja, funktioniert auch bei den Betrügern direkt mit dem Hammer. Naja, also fast. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Schreibt gerne ein bisschen was in die Kommentare. Gerne auch ein bisschen mehr. Ihr könnt gerne auch das Klingelglöckchen neben den hoffentlich grauen Button drücken, falls die Klingel noch nicht aktiviert ist. Leuchtet der graue Button noch rot, dann muss er grau leuchten, denn ist die Farbe bei euch falsch. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit weiterem Wahnsinn auf diesem Kanal. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.